Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem Spezialvideo in F1 2021. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie viel Zeit ihr bei einem Boxenstopp benötigt, und zwar bei einem Undercut. Das habe ich auf allen 24 Strecken im Game gemacht. Ich bin im Grand Prix-Modus bei einem 25% Rennen in die Box gefahren, habe meine Reifen wechseln lassen und die benötigte Zeit habe ich als Standbild am Ende jeder Boxengasse eingebaut. Mir ist natürlich bewusst, dass es sicher da draußen jemanden gibt, der meine Zeiten nochmal unterbieten kann. Bedenkt dabei aber bitte, dass es zu einer Verfälschung der Zeit kommen kann, wenn ihr zu langsam in die Boxengasse fahrt oder zu lange bei der Boxencrew steht, obwohl das grüne Licht vor euch angezeigt wird und ihr die Kupplung nicht schnell genug oder zu langsam loslasst. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video.
some information on Battle. They have some kind of mechanical problem. Hier seht ihr nochmal meine Ergebnisse in der Übersicht. Es würde mich übrigens sehr freuen, wenn ihr dieses Video nehmt und es im Social Media Bereich verbreitet, egal ob WhatsApp, Twitter, Instagram und so weiter, denn ich habe locker 20 Stunden an diesem Video gesessen und durch das Teilen des Videos wird der YouTube-Algorithmus angekurbelt, der meiner Meinung nach auf meinem YouTube-Kanal nicht wirklich funktioniert. Danke schon mal für euren Support. Und das nächste Spezialvideo ist auch nicht mehr weit entfernt, denn am Samstag, den 4. Dezember um 18 Uhr, gibt es das nächste. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao.